Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Romis Monday Talk. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören und sehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in diese tolle, spätherbstlich wunderschöne Woche gestartet. Es ist im Moment so schön, durch die Natur zu gehen und die Farbenpracht auf sich wirken zu lassen. Wenn dann die Sonne noch scheint, ist das einfach wunderbar. Und ja, heute geht es um ganz, ganz viel Herzensangelegenheit. Es geht um die Kraft der Worte. Und ich freue mich, wenn mein Gast dann auch gleich bei mir ist. Hallo, liebe Mira. Hallo, liebe Viola. So. Jetzt muss ich noch schauen, dass die Martina dann auch gleich bei mir ist. Ich schreibe ihr nochmal. Ja, in der Zwischenzeit, ihr könnt natürlich heute auch gerne Fragen stellen. Wenn es Probleme mit der Technik gibt, sagt es. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, jetzt ist die Martina da und ich versuche sie ins Bild zu holen. Ah, es klappt. Wow. Wie schön. Hallo, hallo guten du Abend. Schöne. Hallo, meine Liebe. Wow, wow. Ich bin begeistert. Ich bin gerade mal kurz sprachlos. Ehrlich? Ja. Guck mal, wir haben beide so richtig schöne, eigentlich ja, Frühlingsfarben an. Dem Knaller. Ja. Ich habe gerade gesagt, es ist im Moment so schön, den Herbst zu erleben, wenn alles bunt wird und wenn dann die Sonne noch scheint. Das ist einfach jeden Tag ein Traum, durch die Natur zu gehen. Ja, bei uns schüttet das ja seit Wochen. Deswegen brauche ich Farbe. Grüße nach Hamburg. Also ich freue mich heute, ich möchte eingangs nur kurz sagen, ihr könnt natürlich auch gerne der Martina dann Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Schreibt es in die Kommentare, ihr könnt auch grüßen gerne. Ja. Und ich möchte ganz kurz erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben über die Namensvetterin Martina Hartau, ja. In deren Sendung du warst, der Folge bevorzugt und die auch schon bei mir im Talk war und die uns heute, glaube ich, alle Daumen drückt, die sie hat, dass das und schon geschrieben hat, das wird wunderbar heute Abend. Also ich hoffe, ja, dass das sie dann sich einschaltet. Und wenn ihr Probleme technischer Art seht und mit dem Ton, das wisst ihr ja schon, dann bitte auch in die Kommentare schreiben. Meine liebe Martina, ich würde damit beginnen, dass ich dich vorstelle, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, und dann steigen wir ins Gespräch ein. Gut, super. Wunderbar. Ich freue mich heute, Martina Schuster, ihres Zeichens Logopädin, Gründerin von Martina Schuster Sprechmagie, Business Coachin und Voice Coachin bei Romis Monday Talk begrüßen zu dürfen. Für eine Frau, welche mit viel Empathie und Feingefühl Menschen dazu bewegt, ihre Stimme und die Kraft, welche man mit Worten weitergeben kann, zu entdecken und die wunderbare Instanz der Kommunikation von Mensch zu Mensch zu leben, als eines der wertvollsten Geschenke, die uns gegeben wurde. Genau. Für eine Frau, die ihre Vision lebt und weiterträgt und damit inspiriert und motiviert. Für diese Frau habe ich folgende Überschrift gewählt. Nicht der Platz ist wichtig, den du einnimmst, sondern die Richtung, in welcher du dich vorwärts bewegst. Du gehst deinen Weg besonnen, liebe Martina, mitten in Lärm und Hast, mit einem wertvollen Ziel. Du verbindest durch Sprache, wo oft Verstehen fehlt, offenbarst, wo Schweigen herrscht und verwendest die Kraft der Worte, um zu heilen. Denn die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Worte sollten wir nicht nur hören oder lesen, sondern den Menschen hinter den Worten fühlen. Denn genau. Worte sind die Brücke zum Herzen und der Schlüssel zur Seele. Schön, dass du bist, liebe Martina.
Martina wurde 1964 am schönen Bodensee geboren und hatte eine freie, wilde Kindheit mit ihrer großen Familie und vielen Kindern und Tieren, jenseits von Kindergarten und erzieherischen Vorgaben oder Zwängen. Als Kinder streiften sie mit den anderen Kindern von morgens bis abends durch die hinter dem Haus liegenden Wälder und die Wiesen, oder sie war am Strand, baute und bastelte den ganzen Tag lang kreative Dinge, erfand Geschichten und malte diese Geschichten in Bücher, half mit, die Tiere zu versorgen und entdeckte schon als kleines Kind ihre große Liebe zu Pferden, aber auch die Verantwortung und Disziplin, die sich aus dem Umgang mit den Pferden natürlicherweise ergab. In der Familie wurde viel musiziert und gesungen. Und so war Gesang und das Beschäftigen mit der eigenen Stimme schon sehr früh etwas, was mit viel Freude verbunden war. Erst als sie in die Schule kam, entdeckte sie notgedrungen das Stillsitzen, was ihr am Anfang sehr schwer fiel. Da sie aber ein ungeheuer wissbegieriges und neugieriges Kind war, fand sie schnell Gefallen am Unterricht. Allerdings war das in der kleinen Dorfschule mit wenigen Kindern auch sehr individuell und an die Ressourcen der Kinder angepasst. Das war toll da. Da Martinas Mutter und Großmutter selbstständig als Unternehmerinnen tätig waren, beschloss sie schon als Kind, später auf jeden Fall auch Unternehmerin zu werden. Ihre Tante war Logopädin und das Arbeiten mit Menschen, für Menschen, etwas zu bewegen, eine positive Veränderung für das eigene Leben zu bewirken und zu begleiten, war etwas, was sie schon sehr früh faszinierte. Also machte sie direkt nach dem Abitur eine Ausbildung zur Logopädin, hatte das große Glück, nach der Ausbildung die beste Sprecherzieherin Süddeutschlands als Mentorin und Chefin zu haben. Und spezialisierte sich von da an auf das Thema Stimmtraining, Sprechtraining und Training der Körpersprache. Sie ging dann von Stuttgart nach Berlin, arbeitete dort mit Sängern der Hochschule, der Künste, mit Führungskräften, mit Schauspielern, Moderatoren und Vortragsrednern sowie Politikern. Aber auch mit großer Freude weiterhin mit Kindern, die alle Arten von Sprech- und Spracheinschränkungen hatten. Mit 28 Jahren ging sie nach Norddeutschland, in die Nähe von Kiel, und verwirklichte sich den Traum von einer eigenen Praxis. Sie machte eine weitere Ausbildung als Business Coach, Voice Coach und jetzt kommt mein Killer. Und SCIL Profile Master. War immer wieder in den USA, um bei einem der besten Pferdetrainer der Welt Natural Horsemanship zu erlernen. Eine Methode, wie man mit Pferden mit Körpersprache kommuniziert, ohne Druck und Zwang. Und bringt bis heute all dies Wissen und die Begeisterung für das Thema Kommunikation für ihre Kunden und Patienten ein. Das Erlebbarmachen der Potenziale der eigenen Sprechmagie, die alle Menschen haben, sich aber dessen oft nicht bewusst sind und nicht nutzen. Das ist das, wofür Martina brennt. Ja. Ihre Vision ist es, viel mehr Menschen und vor allem Frauen auf dem Weg zu begleiten, ihre wundervollen Ideen, Produkte und Dienstleistungen endlich mit einer großen Reichweite sichtbar und hörbar zu machen, leichter zu verkaufen und die Bühne zu erobern. Ihr Motto, everybody is a rockstar. Genau. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, liebe Martina, und würde damit einsteigen, dass du vielleicht ein Stück weit selbst erzählst, wer du bist und wie du deine Biografie beschreiben würdest. Ja, also ich sag mal so, meinen beruflichen Werdegang hast du ja schon erzählt. Also ich war ein sehr wildes Kind, wild gar nicht so, dass ich jetzt ungestüm war, aber ich bin eben vollkommen frei aufgewachsen, hauptsächlich mit Jungs. Und morgens wurden bei uns die Türen aufgemacht und dann sind wir raus. Und da waren eben Großeltern und also mittags wurde irgendwie mal gepfiffen, dann kamen wir wieder rein und haben dann was zu essen bekommen und dann sind wir wieder raus. Und abends wurde auch wieder gepfiffen und dann wussten wir, okay, also erster, zweiter Pfiff, halt langsam aus dem Wald mal nach Hause trotteln. Und meine Mutter hat immer so gesagt, also wenn es im Wald brüllte, dann war alles okay.
wenn Stille war, war Alarm. Wir mussten die Erwachsenen gucken kommen. Okay. So, und mit dieser geistigen Freiheit bin ich dann eben zur Schule. Und es war wirklich erstmal ein harter Cut, weil ich war das ja überhaupt nicht gewohnt, irgendwie so still zu sitzen, Frontalunterricht zu haben. Und mein Glück war da auch wieder, also ich hatte ganz viel Glück im Leben auch, dass ich eine ältere Lehrerin hatte. Es war eine sehr kleine Klasse und die erste und die zweite Klasse waren in einem Raum und eigentlich half jedes Kind jedem Kind. Also wir waren ganz wenig Kinder da. Und es war gar nicht so unterschieden jetzt erste, zweite Klasse, sondern man wurde eben so, wie man die Ressource hatte, wurde man einfach gefördert. Und jedes Kind half jedem Kind. Also es war wirklich Teamwork. Und das hat mich durch mein ganzes Leben begleitet, wie viel Möglichkeit für Potenzialfreisetzung es gibt, wenn man die Menschen nicht in Schubladen steckt, sondern wenn man einfach gar nicht guckt, was können sie nicht so gut, sondern dass man ressourcenorientiert hinschaut, auch bei den Kindern und einfach auch den Kindern vermittelt, guck mal, das kannst du eben ganz besonders gut und das macht dich so toll und so einzigartig. Und ja, für das andere, wo die Lücke ist, mein Gott, delegier's oder übe's eben. Ne? Also man kann ja auch alles üben, man muss es eben nicht sofort alles können. Und das ist das, was ich so mit dem Herzen einfach mitbekommen habe. Ich hatte wunderbare Großeltern, die toll für uns Kinder gesorgt haben. Dadurch, dass ich das einzige Mädel mit fünf, sechs Jungs war, war es auch manchmal eine ganz schön harte Schule. Ne? Okay. Mhm. Also ich musste immer ins Tor. Okay. Und wenn ich irgendwie frech und vorlaut war, habe ich eben auch mal eine einkassiert. Also das war da eben so. Und man durfte da auch nicht so zimperlich sein. Und ja, aber man war eben auch mutig, Dinge einfach auszuprobieren. Klar ist man mal hingefallen, wir sind vom Baum gefallen, wir haben uns auch mal den Arm gebrochen, wir haben uns geschnitten, Blut ist auch mal geflossen, aber es ist nie wirklich was Schlimmes passiert, weil wir schon immer auch behütet waren. Aber wir hatten einen Raum, uns auszuprobieren. Und das ist etwas, was mich bis heute antreibt, dass ich versuche, eben das mit in meinen Beruf zu nehmen, dass ich Menschen, die zu mir kommen, Räume schaffe, sich auszuprobieren, sodass man sich so einen gemeinsamen Raum schafft, sich auszuprobieren. Weil ich denke, gerade wir Frauen neigen ja zu einem unheimlichen Perfektionismus und na, wenn dann Frauen tolle Ideen haben, dann kommen die aber und sagen, ja, aber ich muss erst noch die Ausbildung und erst noch das und dann die Technik und das. Und anstatt, dass man einfach mal macht, und im Machen anfängt auch zu lernen, einfach mal so ein bisschen diesen Mut aufbringt, zu sagen, ich mache das jetzt mal. So wie wir mit unserem Projekt, ne? Auf was du nachher noch eingehst. Das war ja eine Sache, das haben wir einfach spontan am Telefon beschlossen und wir haben einfach gemacht und jetzt entsteht da sowas Tolles draus. Und ja, das ist etwas, was ich denke, was mich in meiner Biografie was mir immer wieder begegnet ist, meine Mutter war jemand, der sehr mutig war, die einfach, als ich 15 war, beschlossen hat, ich gehe jetzt mal eine Zeit lang nach Afrika und lebe mal da und mache mal was ganz anderes. Und daraus ist dann ein Modeprojekt entstanden, wo sie eine Bikini-Kollektion, das ist immer schon eine ganz süße Geschichte, sie hat irgendwann dann Leute da kennengelernt und die Frauen dort, die Kikuyu, die hatten eben so ähnlich wie die Ndebele ganz tolle Stammesfarben. Und meine Mutter hatte auf einmal eine Idee, dass man aus diesen Stoffen, die die weben, mit diesen wunderschönen Farben, einfach Bikinis und Tücher machen könnte. Mhm. Und dann ist sie mit dieser Idee auf die Düsseldorfer Modemesse gegangen. Wir hatten ja nichts, ne? Cool. Und hat aber erstmal so getan, als hätte sie eigentlich schon ein Unternehmen und die haben uns fast tot geordert. Und dann musste sie sehen, wie kriegt sie das jetzt überhaupt erst mal. Wow. Ja, und dann hatte sie, meine Mutter hatte drei Läden, also drei Boutiquen und Parfümerien. Und irgendwann hat sie dann, als meine Großeltern starben, hat sie das Elternhaus geerbt, was am Bodensee war. Und was eine sehr schöne Lage hat, direkt mit Blick auf die Insel Mainau. Und dann hat sie dieses Elternhaus umgebaut oder abgerissen, hat da ein Hotel gebaut. Weil sie gesagt hat, dann mache ich jetzt das. Ne? Mhm. Also immer das, was man bekommt, daraus, auch wenn es manchmal noch so schwer ist und herausfordernd, nicht zurückschrecken, sondern wenn man eine tolle Idee hat,
nicht immer prokrastinieren und sagen, ah ja, und wenn nicht erstmal dies und das, sondern auch mal einfach so ein bisschen Mut aufbringen, einen guten Businessplan haben, eine gute Idee, das fleißig und mit Mut durchdeklinieren und dann aber auch irgendwann mal starten. Ja, weil so viele Ideen sind da, die kommen nie in die Welt, weil die Leute immer schieben. Wir verschieben das, wenn. Wir verschieben das, wenn. Und ich ermuntere auch meine Kinder, die hier bei mir in der Praxis sind, dass ich immer sage, so, was sind denn deine Träume? Und wovon träumst du? Was möchtest du sein? Was möchtest du machen? Und dann tun wir das an dem Tag hier. Also wir legen hier schon mal den Grundstein, dass die von klein auf mit 3 Jahren schon lernen, einfach erstmal ausprobieren. Man schafft einen Raum, sich auszuprobieren. Und das ist völlig altersunabhängig. Also egal, ob ich klein bin, ganz klein, mit 3 oder mit 2, ich will immer Räume haben. Und Kinder sind da ja noch so offen. Das ist so herrlich, wie Kinder, wie wir als Kinder so unbeschränkt sind. Mhm. Und dann denke ich immer, wann fängt das eigentlich an, dass wir so beschränkt werden? Also wenn ich so sehe, meine Kinder, die jetzt so in den Kindergarten kommen, die zur Schule kommen, die sind so voller Feuer, Motivation, die haben Träume, die haben Wünsche. Und irgendwann kommen die dann nach 6 Wochen Schule wieder zu mir rein und dann werden das so kleine, graue Menschen. Du sagst das, das ist unser, also ein Stück weit natürlich auch das Bildungssystem, ne? Ja, genau. Und es was, gibt was so eine die schöne... Kinder schon wieder in den, ich sage das auch bei meiner Tochter, entschuldige, ganz genau. Kurz. Die sind auch schon in diesem Hamsterrad teilweise, genau. Schon, in dem wir Großen uns reinbegeben. Ja. Ganz genau. Und ich habe mal so eine, neulich habe ich eine schöne Geschichte gehört von Laura Marlina Seiler, die hat die in einem Podcast erzählt. Und zwar haben Forscher Heuschrecken in ein Glas gesetzt und die Heuschrecken sind sofort wieder rausgesprungen, weil sie wissen, dass sie springen können. Und sie haben es einfach ausprobiert und sind aus diesem Glas raus. Und dann haben diese Forscher einen Deckel auf dieses Glas gelegt und die Heuschrecken sind gesprungen und sie sind gegen diesen Deckel gesprungen und es hat wehgetan. Und sie sind nochmal gesprungen und nochmal gesprungen und es hat wehgetan. Und dann haben die Forscher diesen Deckel irgendwann wieder weggemacht. Und rate, was passiert ist. Die Heuschrecken sind nur noch so hoch gesprungen, wie der Deckel war. Obwohl der Deckel nicht mehr da war. Ja. Und das passiert mit uns Menschen, wenn wir permanent diese Deckel bekommen. Und Kinder werden ganz, ganz früh schon gedeckelt in unserer Gesellschaft mit diesem Perfektionismus, den wir uns selber immer auferlegen. Und ich versuche einfach, die Deckel zu heben und immer zu gucken, wo ist denn bei den Menschen der Deckel? Und dann ist es so, dass ich eben versuche, diesen Deckel ja erstmal wegzupacken und dann die Leute wieder zu ermuntern, rauszuspringen. Und zu gucken, wo ist später nochmal darauf zu sprechen, wo ist mein wie Platz, du das machst. Ne? Wie du das machst. Genau. Ja. So, die Kraft der Worte sind ja deine Leidenschaft, was ich sehr interessant finde, weil das nicht mehr so, also wirklich auch ganz selten noch so wirklich ausgesprochen und gelebt wird, was sehr schade ist. Und das ist auch das, was deine Arbeit ausmacht, was deine Vision ist. Welche Bedeutung hat in deiner Meinung nach Sprache und Kommunikation in der heutigen Gesellschaft? Also für mich ist Sprache und Kommunikation ist der Schlüssel zum Leben. Mhm. Ja, weil gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir so stark auch reizüberflutet sind, wo so viel Digitalisierung auf uns zukommt und so viel Information und die Bilder und die Informationen immer schneller werden. Das ist ja alles so ausgelegt, dass das Gehirn das gerade noch, entwickeln kann und auch verarbeiten kann. Da brauchen wir eine Sprache, die bei den Menschen mitten ins Hirn und mitten ins Herz reingeht und Menschen da berührt, weil sonst schieben die Menschen das einfach weg. Ne? Jetzt kriege ich hier gerade, ich habe irgendwie eine Rückkopplung. Hast du das auch? Ich höre immer das, was wir gesprochen haben, nochmal doppelt. Nein. Aber... lass mich jetzt davon nicht stören. Also, und ich denke, unsere Aufgabe ist es einfach, dass wir Bilder kreieren mit unserer Sprache, dass der andere, der zuhört oder unser Publikum, was zuhört,
dass es eben auch Bilder in seinem Kopf entstehen lassen kann, weil unser Gehirn ankert alles in Bildern. Das ist das Wichtige bei Sprache. Und dann kommt natürlich die Stimme dazu. Also es heißt, wenn ich eben so eine Stimme habe, dann kann ich noch so schöne Bilder kreieren, dann hört mir eben keiner zu. Ja? Mhm. So, und oder wenn ich, also viele sagen ja, ja, man muss jetzt ganz tief sprechen, tief ist eine schöne Stimme, aber wenn ich meine Stimme so runterquetsche, weil mir irgendwann einer mal gesagt hat, spreche immer tief, dann ist es ja eben auch nicht schön. Es ist einfach so, jeder Mensch hat einen bestimmten Stimmumfang. Und wenn man so mit der Brust, im Brustton der Überzeugung spricht, das heißt, man schwingt und man hat eine Schwingung und erzeugt dadurch eine Resonanz. Das ist der Schlüssel zur Kommunikation. Und wenn man dann noch die richtigen Worte findet, um den anderen Menschen auf einer kommunikativen Ebene gemeinsam abzuholen, und man trifft da auch in sein Herz und in sein, wir nennen das immer limbisches Belohnungssystem, ne? Also wir haben ja so Spiegelneurone hier vorne im Frontalhirn. Und je mehr wir uns spiegeln mit dem anderen, desto besser und leichter kann unsere Botschaft in sein Herz kommen. Das ist das Spannende in der Kommunikation, wenn man das schafft. So. Da sind wir gleich, sage ich mal, du hast mir jetzt einen guten Bogen geliefert. Das klingt nach Magie, nach Sprechmagie. Ja. Wie war denn dein genau. Weg zu dem Konzept Sprechmagie? Ja, also ich, wie du schon vorhin so gesagt hast, ich war ja als Kind immer schon begeistert von Stimme. Also ich habe wahnsinnig gerne Schallplatten gehört und Märchenplatten und Geschichten. Und es war eben so, dass ich manche Stimmen, da bin ich fast in den Lautsprecher reingekrochen, kennen wir ja alle, ne? Dass man und dann so ganz traurig ist, wenn das endet, weil dieser Mensch aufhört zu sprechen. Weil es eben in unserer Brust so ein schönes Gefühl erzeugt, wenn diese Stimme so schwingt und ich genau in diese Resonanz gehe. So, und das hat mich als Kind immer schon begeistert. Und meine Großmutter und meine Mutter, die haben eben unheimlich gerne gesungen und haben immer gerne Geschichten erzählt. Mein Großvater war ein wunderschöner, wunderbarer Geschichtenerzähler. Der ging immer mit mir in den Wald und hat Geschichten vom Zwerg Laurin und den Feen erzählt. Und so war Sprache für mich immer was ganz, ganz Wunderbares. Und meine Tante war Logopädin. Und irgendwie fand ich das so toll, was die da gemacht hat. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja, dann macht es doch. Und so kam ich dann dazu. Also ich war relativ früh fest entschlossen, das zu machen. Mhm. Und ja, und dann hatte ich das unglaubliche Glück, direkt nach der Ausbildung eben zu Marion Hermann Röttgen nach Stuttgart zu kommen. Und die war die süddeutsche Koryphäe für Sprecherziehung. Das war eine irrsinnige Frau oder ist eine irrsinnige Frau. Die hat Germanistik studiert, die hat Mathematik gemacht, die war Logopädin, Sprecherzieherin. Und die hat von Anfang an gesagt, oh, du hast so ein Potenzial für Stimme, da musst du mit dir selber was machen. Und ja, du, das ist genau das, was du nachher machen kannst. Sie hat das als Mentorin ganz früh erkannt, wo meine Begabung liegt. Und dann habe ich so viel von ihr gelernt und über die bin ich nachher auch nach Berlin gekommen. Und in Berlin habe ich dann viel mit Künstlern, mit Sängern an der HDK gearbeitet und habe dann noch diese Coaching-Ausbildung gemacht und die Voice-Coach-Ausbildung und habe aus diesen vielen, vielen Jahren an Erfahrung immer wieder gemerkt, aha, es sind immer ähnliche Dinge, die Menschen bewegen, es sind ähnliche Dinge, wovor Menschen Angst haben, wieso sie nicht in ihre volle Präsenz gehen, wieso sie nicht in ihre volle Größe gehen. Und dann ist es eben so, da habe ich dann angefangen, aus diesen Tausenden von Trainings, Coachings, irgendwann meine eigene Methode zu entwickeln. Also es ist eigentlich ein reiner Erfahrungswert. Darf ich dir hier mal so ein paar Kommentierungen vorlesen? Also erstmal herzlich willkommen dem Michael Rudolf, der grüßt uns ganz lieb. Die Mandy Beck ist auch eine treue Zuschauerin. Der Jan aus Hamburg schaut auch zu, der war auch schon bei mir. Schön. Und der Michael setzt einen Fakt, sag ich mal, weniger eine Frage als einen Fakt. Das stimmt, diese Schnelllebigkeit, dieses für nichts mehr Zeit haben. Ich ertappe mich sehr oft selbst dabei, dass ich nur noch die Überschriften lese, was drunter steht, überfliege ich nur noch. Schnelle Infos in der Kürze der Zeit haben wollen.
Dann Maxima, die Magie in der Stimme ist mir sehr vertraut. Stimmen, wenn sie schwingen, begeistern mich auch so sehr. Schön, ja, toll, genau. Und, das ist und der genau Michael, der ich habe als Kind gern Märchenschallplatten gehört. Nur die Stimme, nur der Stimme gelauscht, die zu hören genau. war. Die Bilder entstanden dabei in meinem Kopf. Ja, das ist genau das. Und wenn man das eben schafft, bei Menschen durch seine Stimme ein Wohlgefühl zu erzeugen, und es geht über die Spiegelneurone, wenn ich meine Stimme erhebe, dann, dann übe ich ganz machtvoll über die Spiegelneurone eben auf die Motorik, auf das Körpergefühl, übe ich da eben ganz, ganz machtvoll Muster aus. Und ich habe doch Verantwortung für die Menschen, die mir zuhören. Also das heißt, wer mir zuhört, der soll sich doch wirklich wohlfühlen und soll eine gute Zeit haben und soll möglichst viel eben mitnehmen können. Und es geht nur, wenn meine Stimme wirklich eine tolle Resonanz hat und auch voll schwingt. Und das tut sie nur, wenn ich entspannt im Körper bin und schwingen kann. So. Das ist der Punkt. Ne? Ja. Ja. Was ist denn für dich ganz persönlich Sprechmagie, liebe Martina? Also Sprechmagie ist für mich persönlich, wenn man das eben schafft, mit seiner Stimme, mit seinen Worten und mit seiner Körpersprache Menschen abzuholen, ganz tief zu berühren. Und genau in dem Moment entsteht eben diese Magie der Kommunikation. Das ist für mich Sprechmagie. Ja. Nun hast du ja sehr, das ist ja ein sehr, also was mich freut, ein sehr menschenorientierter Job, den du machst, der sehr, ja, sehr viel total. Freude bringt und dich jeden Tag wahrscheinlich unheimlich glücklich macht, wenn du die Ergebnisse ja. dann auch hast. Ja, genau. Was ist dir denn persönlich in der Arbeit mit Menschen besonders wichtig? Also für mich ist dieser persönliche Ansatz, das Wichtigste ist, da bin ich manchmal anders als andere Rhetorikleute oder Stimmtrainer so. Ich habe kein vorgefasstes Bild, wie eine Methode zu sein hat, sondern ich gucke ganz, ganz individuell, dass ich eben sage, wo hat dieser Mensch sein größtes Potenzial, wo ist der Deckel und wie kriege ich das hin, einen Raum für diesen Menschen zu öffnen, dass der in seine persönliche Strahlkraft geht. Und dass er auch in seine volle Präsenz geht. Und das ist manchmal eine Arbeit mit Glaubenssätzen, die ihn irgendwo noch so deckeln, mit Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihn deckeln. Das sind manchmal so ganz kleine Sachen, dass wir in der Schule von irgendeiner Lehrerin mal gehört haben, du kannst nicht singen. Ja? Oder sei nicht immer so vorlaut. Sei nicht immer so laut. Dir hört doch eh keiner zu. Ja? Also solche Dinge, das sind manchmal so ganz subtil, sind die in unserem Unterbewusstsein gespeichert oder so nach dem Motto, du klingst schrill. Ganz viele Frauen kommen manchmal und sagen, ja, ich würde ja gerne mal live machen, aber ich mag meine Stimme nicht hören. Also wenn ich das nachher höre, ich mag mir gar nicht zuhören. So. Und die wissen überhaupt nicht, was für eine wunderbare Stimme in ihnen steckt. Und klar klingen die manchmal gespannt, weil sie in dem Moment ja auch so viel Spannung im Körper empfinden. Wenn sie denn live gehen oder wenn sie ein Video machen, wenn die vor die Kamera gehen, dann ist so viel Körperspannung da, weil sie ja solche innere Überzeugungen über sich selbst haben. Und dann bringen die diese Körperspannung in die Brust, in den Kehlkopf und dann spannen die Stimmbänder sich an. Und auf einmal klingt die Stimme natürlich dann so, die klingt dann gespannt. Ja, also das hier, ich habe ja so verschiedene Stimmanteile und das kennst du ja bestimmt auch, wenn du mit deinen Kindern sprichst, klingst du anders oder wenn ich mit meinem Hund spreche, dann sage ich natürlich auch, oh, ist das Frauli wieder da, juhu, so, ne? Oder wenn ich eben jetzt vor Publikum einen Vortrag halte, dann habe ich diese tiefere Stimme, weil ich mich damit dann in dem Moment wohler fühle. Also wir haben ja nicht nur diese eine Stimme, wir haben so einen großen Umfang. Aber wir haben einen sogenannten Wohlfühlbereich. Und da ist genau der Bereich, wo die Stimme schwingt, ohne dass wir uns anstrengen müssen, wo wir die größte Schwingung und Resonanz haben. Und das ist genau der Moment, wo wir am entspanntesten sind. Und es ist eben so, dass ich dann so arbeite. Das eine ist das Coaching, also diese ganzen Sachen, die man dann beobachtet, wo man über das Mentale geht. Also wenn man so neudeutsch immer sagt, das Mindset. Ne? Mhm. Aber als Logopädin kann ich dir eben auch sagen, wie du es mit deinem Körper machst. Und ich glaube, das ist dieser spezielle Connect, den ich
den ich anders mache als andere, weil es eben so ist, dass ich sehr praxisorientiert arbeite und relativ schnell vernetzt gucken kann, wo ist denn dein Deckel, wenn wir wieder an dieses Glas zurückgehen. Also wo sabotierst du dich vielleicht selber? Wo hast du deine kleine Einschränkung? Und dann arbeiten wir an deinem Herzen, wir arbeiten an deinem Geist, dass die Deckel wegfliegen. Und dann gucken wir eben, wenn die Deckel schon mal weggeflogen sind und du frei im Kopf wirst und frei im Herzen wirst und sagst, okay, ich traue mich das jetzt. Und dann schauen wir nochmal auf der körperlichen Ebene, wie machst du es wirklich technisch? Also das ist eben diese 25 Jahre Erfahrung in der Stimmtherapie und im Stimmtraining als Logopädin. Da habe ich natürlich unheimlich viele Tricks und Tipps, wie man das konkret körperlich umsetzt, dass man eben in so einem Raum denn auch eine Stimme hat. Also dass man so einen Raum füllt, ohne dass man den Leuten gleich den Scheitel zieht. So, ne? Also du kannst ja mit deiner Stimme auch so hochenergetisch sein, dass du den Leuten wirklich fast die Haare nach hinten schmierst und denen viel zu viel Energie sendest. Oder dass du lernst, damit zu spielen. Brauchst du leise Töne? Bist du auch mal energetischer? Wie holst du die Menschen eben ab? Das ist ja immer dieses menschenzentrierte Bild. Wie holst du Menschen ab? Das ist eigentlich der Kern dieser Arbeit. Ich glaube aber auch, also da gebe ich, unterschreibe ich hundertprozentig, aber der Michael schreibt jetzt was, der spricht mir aus der Seele. Es ist auch die Wahl der Worte. Ganz ja, genau. Dass wir auch wieder die Sprache auch wirklich leben, dass das der Inhalt ist, was die Worte uns geben. Ganz genau. Michael schreibt, aber was neben der Schwingung der Stimme wichtig ist, ist auch die Wahl der Wörter. Viele haben keinen Wortschatz mehr, es wird alles abgekürzt. Da muss ich ihm recht geben. Ganz genau. So. Ja, es wird alles abgekürzt. Und die Worte, das ist dann nachher für mich die Sahnehaube. Also wenn diese Körpersprache und die Stimme erstmal so ist, dass du authentisch in deiner vollen Präsenz bist, dann kommt es für mich drauf an, da gehe ich dann über das limbische Modell, also das ist ja unser Belohnungssystem im Gehirn und da gibt es ja diesen aus der Evolution heraus, der Neandertaler, der wollte ja Territorium irgendwie finden und dann musste er so ein Stück Stimulanz haben, also so ein Stück Kreativität, jetzt gehe ich los und suche mir was. Und dann musste er ein Stück Dominanz haben, das heißt also das auch zu erobern, dann musste er das bewahren. Und dann musste er noch ein Bindungs- und Fürsorgemodul ins Gehirn bekommen. Das kam tatsächlich als viertes, um dann irgendwann eben auch Kinder zu bekommen und diese Kinder großzuziehen in der Familie. Und diese vier großen Bereiche haben wir in unserem Gehirn. Und je nachdem, wie wir als Mensch ausgeprägt sind, welche Werte aus diesen Bereichen hoch ausgeprägt sind oder welche vielleicht ein bisschen niedriger, wählen wir unsere Worte. Und wenn ich jetzt einfach sage, wenn ich mit Menschen gut kommunizieren möchte, dann kann ich nicht nur sagen, ja, ich bin jetzt so der Hochstimulanz und Hochdominanz ausgeprägt, sondern ich muss ja erstmal gucken, welche Frequenz muss ich denn einstellen? Also auf welcher Frequenz bist du denn unterwegs? Und welche Frequenz muss ich bei mir vielleicht ein bisschen justieren und einstellen, dass ich mit dir eine tolle Ebene bekomme? Und das tue ich auch ganz klar über meine Worte. Also über die Verben, die ich benutze, über die Adjektive, die ich benutze. Und das ist ein ganz, ganz tolles Konzept. Also das kann man richtig lernen, dass man sagt, okay, also ich bin jetzt zum Beispiel eher so ein Stimulanz-Dominanz-Typ mit einem ganz hohen Bindungs- und Fürsorgemodul. Aber bei mir ist Balance, also so Bewahrer, ein bisschen niedriger ausgeprägt. Das heißt, wenn ich jetzt aber eben mit Menschen unterwegs bin, die Hochbewahrer ausgeprägt sind, dann muss ich eben meine Komfortzone an der Stelle wie mit einer Fremdsprache so ein bisschen erweitern. Also wenn ich jetzt mit lauter Amerikanern unterwegs bin, kann ich nicht nur Deutsch sprechen. Oder Italienisch. Ich muss eben auch Englisch sprechen können. Und da lade ich die Leute, die mit mir arbeiten, immer ein, dass ich sage, so, mach nicht die Schubladen auf, sondern auch da schaff wieder einen größeren Raum. Und schau mal, wo du deine Komfortzone so etwas erweiterst und das wie eine neue Fremdsprache dazulernst, um dein Repertoire an Möglichkeiten in der Kommunikation zu erweitern.
und mehr Frequenzen einstellen zu können. Darum geht es. Das ist, soll ich sagen, hier kommt gerade ganz viel rein, was auch mir, also muss ich sagen, gerade die Silvia ist eine Frau, wo ich sie gehört habe, habe ich gesagt, wow, hast du eine tolle Stimme. Das reicht manchmal schon. Aber Kinder und Jugendliche, gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein. Mhm. Das ist eine Problematik, die, glaube ich, auch so ein Stück weit an unserer hochtechnisierten, fortschrittlichen Welt liegt, dass da nur noch mit Abkürzungen gearbeitet wird. Und ich merke das auch bei meiner Tochter, na, BFF und weiß ich nicht. Und stark, also es ist noch relativ im Rahmen, sage ich mal, weil mir das auch wichtig ist, dass sie die Sprache auch Hochdeutsch sprechen kann. Ja, ja. Ja, liebe Silvia, schön, dass du da warst. wie bringst du das hin? Das ist sicherlich bei Erwachsenen nochmal was anderes, als das Kindern zu vermitteln. Wie vermittelst du das Kindern? Also ich vermittle das erstmal den Eltern, weil die wenigsten Eltern nehmen sich Zeit, Geschichten zu erzählen mit ihren Kindern. Es ist wirklich eine Spracharmut da. Also wir Eltern sind natürlich auch total gefordert und haben oft viel zu wenig Zeit. Und dann ist es eben so, dass meistens so Geschichten erzählen, vorlesen, genau zuhören, wirklich sich auch mal die Zeit zu nehmen, den Kindern zuzuhören, dass die auch in Ruhe erzählen dürfen und nicht gehetzt sind. Das sind diese Elemente, die ich in der Elternberatung immer, immer wieder mit reinnehme und die für mich extrem wichtig sind. Und dann versuche ich auch hier in der Therapie oder in der Behandlung mit den Kindern genau solche Sachen zu fördern. Also ich merke das immer wieder, Kinder können keine Geschichten mehr erzählen. Die haben gar keine, die sind so durchentertained durch Xbox, durch Laptop, durch Fernsehen. Und die Eltern nutzen das, also ich verurteile das überhaupt nicht, weil ich eben sehe, wie oft die Eltern so überbelastet sind. Aber ich versuche auch da wieder die Eltern einfach drauf, Lust drauf zu machen, den Kindern über Geschichten, die man eben aus Büchern hat oder die man selber erfindet oder dass man Malbücher selber kreiert. Und auch so immer diesen Glaubenssatz, ich kann nicht malen, was für ein Quatsch. Jeder, der zwei Hände hat und 10 Finger und einen Stift, kann malen. Ist doch völlig egal, wie es aussieht. Ja? Sondern dass man einfach sagt, so jeder Mensch hat doch seine eigene Art, sich auszudrücken. Und dann sieht, ist der Elefant eben rosa oder gelb. Aber Hauptsache, man tut das und kreiert das und schafft einen kreativen Prozess. Und aus dem heraus entstehen Geschichten. Und aus diesen Geschichten heraus entsteht ja die Lust, mehr davon zu erfinden. Klingt interessant. Ja. Ich glaube, das ist so der Ansatz. Natürlich, die Kinder ist das eine, aber wir als Eltern schaffen ja den Rahmen. Und ich glaube, erstmal muss man sich auch an die Eltern wenden, denen ein ganz anderes Bewusstsein zu schaffen, dass es Mama nur vielleicht ein paar Minuten braucht, aber diese auch mit voller Präsenz und vollem Herzen dabei und nicht immer so nebenbei. Das ist das, was, glaube ich, was wir uns teilweise auch an Kindern abschauen können. Das bewundere ich an meiner Tochter. Wenn die ist so im Moment, wenn die was macht, wenn sie malt. Ja, sie malt auch sehr gerne. Ich habe hier so eine Staffelei und die ist da weg. Da sieht es. Genau. Das Zimmer ist wie ein kleines Atelier und dann lebt die in diesem Moment und ich finde das einfach großartig und dann lasse ich sie auch, ja. Ich möchte sie dann auch nicht diesen ständigen Schuldruck und so weiter, klar ist das wichtig, aber jetzt haben wir ihr auch einen Rahmen gegeben, wie du sagst, einen Raum, wo sie auch selbst ein Stück weit sich Aufgaben stellen kann und sagen kann, das schaffe ich. Aber das ist natürlich, das sind Einzelfälle. Ich glaube, die breite Masse ist heutzutage schon, dass alles schnell, schnell, schnell und ich muss hier noch und ich muss da noch und dann fallen die Kinder irgendwo, ich muss es so sagen, leider hinten runter. Ja, ja. Aber ich denke, wenn wir einzelne Menschen motivieren, dass sie das auch weitertragen, dann glaube ich schon, dass, also ich sag mal, das ist eben diese Impulse geben, so dass Wenn 10 Eltern das tun und die motivieren vielleicht Freunde, das zu tun und die motivieren Freunde, das zu tun, weißt du, was ich meine? Dann entsteht etwas Größeres. Also ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, über Kettenreaktionen wirklich was zu verändern, auch im Bewusstsein der Menschen. Und
über den Kindergarten, über die Schule, eben einfach das Bewusstsein der Menschen, aber letztendlich immer wieder auch an die Eltern ranzugehen und nicht mit erhobenem Zeigefinger, ihr müsst, sondern denen auch selber den Spaß, weil ich habe auch viele Mütter, die dann eben sagen, ja, ich kann mit meinem Kind nicht Geschichten erzählen, mir fällt nichts ein oder ich kann nicht malen, ich kann ja nicht malen, ich habe das, also auch den Müttern einfach diesen Mut zu geben, zu sagen, ja, aber dann mal doch einfach Strichmännchen, das ist doch auch egal. Für die Kinder ist es doch total egal. Und wenn man Kinder beobachtet, wie die so im Hier und Jetzt sind und vollkommen die Welt um sich herum vergessen. Das ist so schön. Das ist so Leute, schön. Da können wir uns doch so viel abgucken. Wir haben doch eine Chance, mit den Kindern genau in diesen Zustand wieder reinzukommen, aus dem wir so weit entfernt sind. Und mit den Kindern, also ich bin jetzt 55, ne? Und ich habe das oft so, dass Leute sagen, du wirkst noch so jung. Ja, aber dieses Jungwirken ist nichts anderes, als dass ich teilweise mir hier eine Augenklappe aufsetze und einen Piratenhut und mit den Kindern hier rumtobe in der Praxis und einfach mir Räume schaffe, so, wo ich wieder kreativ bin und mich eben nicht anpasse, wie man denn so zu sein hat, sondern wie in dem Moment sind wir alles. Und ich lerne so viel von diesen Kindern, weil die noch so frei im Kopf sind. Und es hilft mir, dass ich frei im Kopf bleibe. Und ich versuche, die Eltern hier in die Gespräche reinzuholen, Elternkreise zu machen, Elternabende zu machen, um genau das wieder Eltern beizubringen, zu sagen, das habt ihr doch alle, das steckt ja in euch. Das steckt ja in uns. Wir haben bloß diesen Deckel von dem Heuschreckenglas drauf. Ja? Ja. Und ein sich Stück das weit bei aus der Komfortzone ein Stück rausgehen. Ja, ne? Ja, das ist genauso wie mit dem Blödeln. Ne? Also das ist dann den heißesten Tipp, den ich gegen Lampenfieber geben kann vor der Kamera. Geh raus, geh kurz aufs Klo oder sonst wohin oder wenn du alleine bist und dann blöde richtig rum. Ja? Also du kannst mal ein paar Minuten, 3-4 Minuten so blödeln und dich total blöd bewegen, rumalbern. Und du wirst sehen, dein Lampenfieber ist fast weg, weil dein Gehirn nämlich auf einmal ein völlig anderes Hormon, also das Cortisol, wird dann sofort gestoppt und es geht dann sofort ins Endorphin und ins Dopamin. Und das brauchst du für eine gute Präsenz. Und dann bist du nicht mehr so lampenfiebrig. Und es geht so einfach. Man muss sich das nur mal wieder trauen, so ein bisschen diesen Pipi Langstrumpf. Du nimmst es mir gerade aus dem Mund, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Ne? Sehr wild, frech und... Genau. Wunderbar. Und unwiderstehlich. Ja, man ist in dem Moment wirklich unwiderstehlich, weil man diese Freude einfach dann auch mitbringt. Ich habe hier mal noch eine Kommentierung von Michael, was wo auch ein, zwei Fragen involviert sind. Ja. Wo passe ich mich da an? Bestimme ich das, was und wie gesprochen werden soll? Also ziehe ich mein Gegenüber auf meine Ebene, auf die Gefahr, dass mein Gesprächspartner nicht folgen kann und geistig aussteigt? Oder begebe ich mich auf die Ebene meines Gegenüber, dass er mich versteht? Also ich würde immer sagen, wenn man eine gute Kommunikation haben will, dann muss man sehr, sehr gut erstmal zuhören, um zu sehen, wie kommuniziert der andere überhaupt. Also erstmal die Verben und die Adjektive sich gut anhören, dass man sieht, auf welcher Ebene ist der denn eigentlich gehirntechnisch unterwegs. Und wenn man das ein bisschen gelernt hat, dann ist das hinterher was ganz Natürliches für einen selber, dass man so empathisch ist, dass man sagt, okay, also dem ist jetzt vielleicht Sicherheit was ganz Wichtiges, also nutze ich eben mehr Adjektive, die mit Sicherheit zu tun haben oder mehr Verben. Oder dem ist jetzt Innovation ganz wichtig oder dem Menschen ist eben diese persönliche Ansprache ganz wichtig, also nutze ich solche Verben und Adjektive, dass dieser Mensch einfach das Gefühl hat, ich sehe ihn. Also wir wollen ja einfach alle gesehen werden. Das ist für uns das Allerwichtigste. Das gibt zwar keiner richtig zu, aber eigentlich wollen wir alle gerne gesehen und geliebt werden. Und in dem Moment, wenn ich dem anderen diesen Raum biete, dass ich sage, ich sehe dich und mir ist es so wichtig, dass du mit mir in einer guten, angenehmen Kommunikation bist und ich belohne dein limbisches Gehirn,
dass du dich sicher und angenommen fühlst, dann flutscht Kombination, in dieser Kombination flutscht eigentlich dann Kommunikation immer recht gut. Schwierig ist immer, wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, der jetzt ganz Bindungsfürsorgemodul ganz hoch ausgeprägt ist, der ganz viel Bindung will, das merkt man auch ganz schnell in der Körpersprache, wie der agiert. Und der trifft jetzt auf jemanden, der ganz, ganz stark Bewahrer ist, der vielleicht sehr zurückhaltend ist, der ganz wenig moduliert. Das sind Menschen, das ist wie Nord- und Südpol. Und dann fängt es an, mit der Kommunikation so schwierig zu werden. Dann fängt es an zu knarzen, wie Sand im Getriebe. Das kennen wir ja alle. Also wir gehen alle mal aus Gesprächen raus und sagen, boah, was war denn das jetzt? Ja. Das war so anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich bin total fertig. Also so ganz energetisch leer. Ne? Ja. Und irgendwie weiß man gar nicht so richtig, warum und wieso. Man hatte sich so gut auf so ein Gespräch vorbereitet und es kippt auf einmal. Und das sind dann genau solche Momente, wo du eben nicht das Belohnungssystem des anderen triffst, weil du dir gar nicht bewusst bist darüber, dass es sowas gibt. Und das kann man eben lernen wie eine Fremdsprache. Und es macht so viel Spaß, weil man einfach eine völlig andere Energie in seinem Gespräch dann hat, wenn man solche Dinge einfach erstmal begriffen hat und durchdrungen hat so ein bisschen. Ja. Mhm. Großartig. Du hast es jetzt schon in ganz vielen Facetten erzählt und gesagt, dass du ja viel verändern möchtest in der Welt der kleinen und der großen Menschen. Ja. Kann man das in einen Rahmen packen? Was möchtest du mit deinem Wirken in der Welt für Menschen verändern? Also meine Vision ist, dass in, weiß ich nicht, 5 Jahren oder 10 Jahren das völlig normal ist, dass Menschen so ein Wissen haben und das auch anwenden können. Also wir sind ja mit Hirnforschung und wir sind mit dieser Neurorhetorik und dem Neuromarketing und all diesen Dingen sind wir ja immer noch so ein bisschen Exoten. Aber immer mehr Menschen nehmen das einfach wahr, dass es einfach wichtig ist, um solche Dinge zu wissen. Und ich glaube, also mein Wunsch wäre, dass es in 10 Jahren völlig normal ist, dass man über solche Dinge weiß und dass man auf solche Dinge eingeht und dass dieses Wissen einfach viel mehr verbreitet wird und auch eben nicht nur in Gehaltsverhandlungen oder in Meetings oder bei Keynotes oder in Verkaufsgesprächen, sondern dass man das auch in der Schule schon anwendet. Wenn ich als Lehrer weiß, wie meine Kinder aufgestellt sind, wie die Kanäle sind, wie die gut Wissen oder Informationen aufnehmen und abspeichern, dann kann ich doch meine Präsentation multimodal und ich nenne es immer multilimbisch anlegen. Und dann habe ich da auch nicht demotivierte Schüler, die sich da in der Bank irgendwie rumschnarchen und hinterher sagen, was für ein blöder Schulvormittag. Langweilig, sondern dass die eben sagen, yeah, morgen geht's wieder los. Das wäre so mein Traum. Ja. Das ist aber auch das Schöne, muss ich jetzt sagen, dass da wirklich auch die Ampeln auf grün stehen. Also wenn man auch politisch unterwegs ist und auch mal so hört, es wird immer mehr nach Präventionsprogrammen für diese Art von, also um das Kindern wieder näher zu bringen, gefördert, sage ich mal. Also wir sind in einer guten Zeit und es wird verstanden und es wird gesehen, dass es Zeit dafür ist. Jetzt muss es nur noch in die Umsetzung gehen. Und ja, aber was mich eben immer noch wütend macht oder frustriert ist, dass immer noch auch in diesen ganzen Programmen für Prävention immer nach den Defiziten geguckt wird. Ja, also die Kinder werden getestet. Das Erste, was häufig bei solchen Erstkontakten ist, es geht gar nicht, wenn ein Kind zu mir kommt und es ist seine erste Stunde, dann sorge ich dafür, dass dieses Kind sich super fühlt, wie ein Superstar, dass der sich wohlfühlt und dass der mit einem strahlenden Lachen aus diesem Raum am Ende der Stunde wieder rausgeht und sich freut auf die nächste Stunde. Ich mache keinen Test in der ersten Stunde oder so heimlich, dass das Kind es gar nicht merkt. Aber in den ganzen
Schulen oder bei der Schuluntersuchung sofort ist diese Testsituation und dann wird hinterher vor den Kindern mit den Eltern besprochen. Also das kann es nicht und das kann es nicht und da müssen sie noch Förderung machen und dies und das. Es geht immer nur darum, was kann es nicht. Und viele Kinder kommen zu mir und das finde ich echt erschreckend, wenn ich dann sage, weißt du eigentlich, warum du hier bist? Warum kommst du hierher zu mir? Weil ich dumm bin. Hallo? Wow. Weil ich nicht sprechen kann. Mhm. Weil ich dann in der Schule schlecht bin. Da kriege ich echt einen Rappel. Ja? Mhm. Das macht mich richtig wütend. Und wenn ich dann zu dem Kind sage, welcher Idiot hat dir das erzählt? Ja? Der ist doof. Ja? Der ist doof. Weil der sieht überhaupt nicht, wie toll du Rad fährst, wie toll du rollerst, wie toll du den Toaster auseinanderbaust, wie du den Videorekorder programmierst und was du für wunderschöne Bilder malst. Ja? Ich bin so froh, genau, du, also das, was du trägst in deiner Arbeit, wird Stück für Stück auch in dem Präventionskonzept, was ich ja mit Österreich jetzt mache, umgesetzt. Ja. Es geht um das erstens um das Zusammenwirken von Eltern, Lehrern und Kindern als Gesamtkonstrukt, genau, nicht einzeln. Und halt wirklich auch so Dinge wie Achtsamkeit auch wieder ein Stück weit, dass die Kinder, ja, das auch schon lernen, ja, mit ihrer Umwelt, mit sich achtsam umzugehen. Ich glaube, ganz dass, genau, dass auch Wurzeln wachsen lässt, die dann auch Stärke geben, ja, ja, nach oben. Und das ist ja auch in den Unternehmen so. Also wenn du einfach siehst, diese Gallup-Studie, die kommt ja jedes Jahr wieder und immer heißt es, über fast 81% der Leute identifizieren sich nicht mit dem Unternehmen. Ja, und das kostet die Unternehmen Milliarden. Und ich glaube eben auch, weil es einfach mit dieser Unternehmenskommunikation zu tun hat. Es kommt drauf an, wie die Menschen im Unternehmen miteinander kommunizieren. Und also es ist ganz unterschiedlich, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, was da für eine Energie herrscht. Und das hat ganz, ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie reden die miteinander. Und dann kommt es wirklich darauf an, ob die Leute motiviert sind und auch genau gesehen werden in ihren Fähigkeiten oder ob sie auch wieder nur über ihre Defizite definiert werden, ja. Das müssen sie noch machen, da müssen sie besser werden, da müssen sie noch eine Fortbildung machen, anstatt dass man vielleicht erstmal guckt, hey, was kann der denn besonders gut? Und dann stellt man ihn an den Platz hin, ja. Also es gibt ja heute so viele, zum Beispiel Reese Profile oder andere Profile, wo man, oder dieses Skill Profile, wo man genau, also Skill Profile hat mich deshalb so fasziniert, weil es nicht dein Sein abbildet, also wie du bist, sondern wie du wirkst. Also man kann in diesem Profil eben über Fragen genau gucken, wie wirkst du eigentlich? Und es hat oft gar nicht so, das ist oft anders. Also du wirkst ja teilweise anders. Es gibt ja sehr introvertierte Menschen, die sehr, sehr ruhig sind. Aber wenn die auf die Bühne gehen, dann haben die einfach trainiert, ganz stark aus sich rauszukommen. Das heißt, die Wirkung ist eine andere als dein so, wie du bist. Und diese Wirkung wird da sehr schön abgebildet. Und dann kann ich eben genau mit dir schauen, ah, wo bist du sowieso schon ganz stark? Und wo hast du vielleicht noch so einen kleinen Lernbereich? Also diese Grafik ist eben so, dass es so eine, quasi so einen Kreis gibt. Und du kannst in dem Kreis genau gucken, wo bin ich ganz, ganz hoch ausgeprägt? Und wo ist vielleicht noch so eine Delle, die mich in meiner Wirkung so ein Stück weit mindert? Und dann arbeite ich mit dir einfach nur an dieser Delle, dass wir die Delle ausdehnen. Auch da wieder den Raum eben öffnen und geben. Ganz gezielt mit Coaching-Tools, mit Praxissachen. Und das sind auch so Sachen, wo ich so denke, wenn das viel mehr Menschen wüssten, dass es sowas gibt, dann wären sie sich ihrer Wirkung ja auch besser bewusst. Ich glaube, viele Menschen sind sich ihrer Wirkung überhaupt nicht bewusst. Ja, das stimmt. Das stimmt. So schade. Und auch weil du gerade so positiv und negativ sagst, komischerweise haben negative Dinge sofort ein Gewicht beim Menschen. Und Positives, das ist immer so, ach, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Also ja. Wir sind eigentlich so, genau, negativ eingestellt von der Grundsubstanz schon, ja, mittlerweile, dass wir
positive Dinge auch gar nicht mehr ausleben, sondern wieder beim Leben im Moment. Wenn was Schönes passiert, dann kann ich mich freuen. Ne? Mhm. Dann sollte das auch, also ich habe hier ein paar Kommentierungen, meine Liebe, die hier alle verloren gehen. Da geh ich aber gleich nachher nochmal drauf ein, weil das hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist unser evolutionäres Gehirn, der Neandertaler, ist einfach so, unser Stammhirn ist so programmiert, das hat uns unser jahrelang oder jahrtausendelang unser Überleben gesichert, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, wenn du aus der Höhle rausläufst. So. Und das ist in unserem Stammhirn eben immer noch so drin, dass wir ja im Prinzip das Negative so ein bisschen gut beobachten, dass uns der Säbelzahntiger nicht hinten aus der Ecke schießt und uns irgendwie im Genick packt und wegschleppt. Und das kann man, wenn man das aber weiß, dass es eigentlich was Evolutionäres ist, was wir heute eigentlich gar nicht mehr so brauchen, weil es gibt ja Säbelzahntiger natürlich nicht mehr. Das sind dann andere Herausforderungen im übertragenen Sinne. Aber es ist ein Stück eben auch hormongesteuert und im Stammhirn ist es eben ganz, ganz stark ausgeprägt, so dieser Fluchtinstinkt, den wir haben. Und das ist dieses immer, ja, das wird schon schief gehen und mal sehen und ne, das ist genau das Ding so, was du gerade eben gesagt hast. Darf ich dir ein paar Kommentierungen einstellen? Ja, mach mal. Die Heidi, die letzte Woche bei mir im Talk war, Empfehlung Robert Greene, The Law of Human Nature, ist eine großartige Studie über dieses Thema. Sagt ihr das was? Ja, sagt mir okay. Was. Die Maxima findet dich ganz großartig. Großartig, Martina, genauso. Die Mandy, selbst die Kinder werden schon nach Leistung B und verurteilt, fängt leider in der Schule an. Ja. Der Jens-Uwe Adler, stimmt, wir gehen zu negativ an die Sachen ran. Es fehlt vielfach Respekt und Wertschätzung. Genau, Jens, ich habe das gerade gelesen, dass die Bühne ist für viele das Verlassen der Höhle. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch so, weil genauso, wenn du auf die Bühne gehst oder wenn du präsentierst, dann ist es so, alle starren dich an und du bist da allein und alle stehen frontal vor dir und das ist in unserem Stammhirn der totale Angriff. Und dann ist es so, dann stehen wir da oben auf der Bühne und in dem Moment haben wir so einen Impuls, flüchten, abhauen geht nicht, weil du stehst ja da oben und sollst jetzt was erzählen, dann kannst du nicht auf die draufhauen, das wäre ja so der zweite Impuls, also stellt dein Körper sich tot. Das ist nämlich abhauen, draufhauen, totstellen und dann frierst du so ein und in dem Moment, wenn du so einfrierst, geht deine Stimme eben hoch. Ja. Und da habe ich eben so im Training, trainiere ich das mit den Leuten, was sie machen können, dass das Stammhirn nicht so diese Übermacht bekommt, sondern dass die schon auch noch im Bewusstsein bleiben. Du verlierst in dem Moment den Kontakt zu deinem Körper. Die Leute spüren dann ihren Körper nicht mehr. Die gehen raus aus dem Spüren. Die fühlen sich nicht mehr. Und da musst du drin bleiben. Du musst im Spüren bleiben. Dann passiert dir das nicht. Du kriegst auch keinen Blackout dann, wenn du da oben stehst. Ja. Das klingt alles sehr, sehr gut, finde ich. Es ist so, macht so viel Freude und es ist so spannend, weil es ist immer wieder unterschiedlich. Also, es ist wie, als hättest du den Schlüssel. Ja. So fühlt sich gerade an. Ja, manchmal ist es wirklich so. Also manchmal muss ich in den Schlüsselbund ein bisschen gucken, welcher Schlüssel passt. Aber wir finden immer den richtigen Schlüssel, ja. Der Christian schreibt noch, ein guter Freund aus München, der bei einem großen Unternehmen Bogner arbeitet. Perfektes Stichwort. Ist mir bei Bogner so passiert. Am Ende ging es nicht mehr darum, was ich alles kann und leiste, sondern es wurde nur auf Defizite hingewiesen. Kardinalfehler eines Unternehmens, Leute nur auf ihre Dellen zu reduzieren. Ja, und dann kann ich ihn jetzt fragen, hattest du denn Lust, morgens da dein volles Potenzial hinzutragen? Nee. Irgendwann nicht mehr. Ja, und dann ist genau der Punkt, dann sagst du, okay, dann mache ich jetzt Dienst nach Vorschrift. Und das ist genau das, wo den Unternehmen die ganze Kraft verloren geht. Ja? Ja. Weil ich möchte ja ein Team, was morgens sagt, yeah, es geht los. Ja? Ja. 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 Aber jetzt machen wir mal einen Schnitt. Ja. Ich mache jetzt einen harten Schnitt hier. Ich meine, wir können das dann im Anschluss nochmal fortführen, aber ich würde jetzt gerne auf unser Herzensprojekt kommen, liebe Martina. Ja, bitte. Das ist so ein tolles Projekt.
wie soll ich sagen, ich habe mit Martina telefoniert und habe ihr so, wir haben über Rumänien gesprochen und ich habe ihr gesagt, wie vorurteilsvoll die Menschen diesem Land gegenüber sind und wie schwer ich mich tue, Menschen für dieses Projekt zu gewinnen. Weil jeder sagt, mit Rumänien will ich nichts am Hut haben, das ist nicht meins und Vorurteile, Vorurteile, Vorurteile. Und dann kam die Martina, so wie jetzt, ne, mit einem Schlüssel und hat mir ein Geschenk an diesem Morgen gegeben, das ich, ja, war einfach wundervoll. Vielleicht magst du erzählen, welche Idee entwickelt wurde, liebe Martina. Ja, also irgendwie hatte ich dann ganz spontan die Idee, wenn die Menschen das nicht mit dem Herzen erfassen, dann muss man ihnen irgendwas geben, was einfach das Herz öffnet. Und ich hatte spontan die Idee, weil ich natürlich hier unheimlich viele Kinder habe und diese Kinder, denen geht es ja, die meisten Kindern hier, also es geht ja hier in Deutschland wenig Kindern wirklich so schlecht. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja auch teilweise in Afrika groß geworden und habe eben da auch ganz anderes Leben kennengelernt und weiß eben auch, wie gut wir das hier wirklich haben und wie unglaublich dankbar wir sein können, in Deutschland leben zu dürfen und groß werden zu dürfen. Und dann habe ich meine Kinder so, ja, habe ich eigentlich spontan die Idee gehabt, wie wäre das, wenn meine Kinder, die ich hier in meiner Praxis eben betreuen darf, und das sind so in der Woche zwischen 30 und Mama 45 Kinder, mehr mal weniger, von bis, also von 3 bis 15, 16, 18, wenn diese Kinder Traumwelten für diese Kinder in Rumänien malen würden, weil Rumi ja dieses wunderschöne Gebäude jetzt hat und da soll ja ein Raum für Kinder entstehen, wo sie tagsüber da sein dürfen, wo sie malen dürfen, wo sie Kind sein dürfen. Und wir nehmen einfach Bilder von Kindern, denen es wirklich gut geht, die einfach in dieser Welt ja auch leben, die das erfahren, Bauernhöfe, Strände. Ich fange jetzt mal an, schöne Dinge. Und diese Bilder, die haben wir gemalt oder sind immer noch dran. Und diese Bilder gehen dann im November, hast du gesagt, ja, ne? Gehen die nach Rumänien und werden in dem Raum, wo diese Kinder sind, werden diese Bilder dann gerahmt und aufgehängt. Ja. Ich lasse die jetzt mal so durchlaufen hier. Genau. Und meine Kinder sind mit einem Feuereifer dabei. Also das ist so toll. Und selbst Kinder, die mal gesagt haben, nee, malen, da habe ich keine Lust zu. Also die sind da mit einem Feuereifer dabei und malen Bilder mit mir für diese Kinder. Das ist so schön. Ja. Wahnsinn. Und die Eltern sind so begeistert. Und also ich habe jetzt auch schon ganz viele Eltern für die Schuhkarton-Aktion eben über die Bilder, über die Kinder, habe ich die Eltern jetzt dazu bekommen, dass die bereit sind. Und ich denke, das wird richtig groß und richtig gut. Die, wie soll ich sagen, ich war ja so happy, weil ich hatte ja schon Künstler angesprochen, wie ich dir gesagt hatte, die uns unterstützen. Ja. Und als dann die Idee von dir kam, sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich immer wieder sage, Kinder an die Macht. Ja? Kinder öffnen einfach Herzen und machen was mit uns in ihrem Wirken. Und, genau. Und du hattest ja, also was ich ja noch erinnere, du hattest ja auch gesagt, wir müssten mehrere Künstler gewinnen und es ist so schwierig und da kriegst du so wenig Feedback und so wenig Engagement. Und wie gesagt, ich bin halt immer so ein Macher und so ein Umsetzer. Und dann habe ich zu Romy, da stand ich gerade im Stall mit Gummistiefeln tief im Matsch bei meinen Pferden, habe ich dann ausgemistet und hatte so das Handy am Ohr und habe gesagt, weißt du was, wir brauchen keine Künstler. Ich habe jede Menge kleine Künstler. Und es ist noch viel schöner, wenn die Kinder für Kinder Bilder malen, als dass wir jetzt da noch monatelang irgendwelche Leute anbetteln, dass sie für uns künstlerisch tätig sind. Wir machen das einfach selbst, ja? Und so, es wird eine ganze Wand geben, Traumbilder wird es genannt, die in dem Raum dann sind, wo diese Bilder dann an Weihnachten, ich freue mich schon so, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ja, das ist genial. Wenn wir diesen Raum fertig machen, die Bilder an die Wand hängen, Und das Schöne ist, ich habe die Aufgabe für die Kinder war, ich habe denen ja die Geschichte der Kinder in Rumänien erzählt und dann habe ich gesagt, mal du mit mir ein Bild, was du diesem Kind wünschen würdest, wie seine Welt eines Tages aussehen soll. Und unter dieser Intention sind diese wunderschönen Bilder eben entstanden. Also die sind so bunt und schön und einfach herrlich, ja.
Wie viel sind wir denn jetzt? Bei wie vielen Bildern, liebe Matthias? Also wir sind jetzt, ich hatte ja jetzt leider Herbstferien hier. Das heißt, wir haben nur eine kleine Crew, aber nächste Woche geht es nochmal richtig los. Also wir haben jetzt ungefähr 15 Bilder. Und ich denke, ich würde schon gerne so 30 Bilder losschicken, weil wir dann ja immer welche zum Wechseln haben. Also, ne? So schön. Wir können ja welche in der Mappe lassen und dann wechseln wir immer mal. Da sind wir bei der Aktion, die wir kurz auch angesprochen haben. Also wunderbar, ich habe an diesem Tag, ich habe es ja mehrmals gesagt im Gespräch, ja. Was für ein Geschenk ist das denn bitte? Danke nochmal dafür, meine Liebe. Danke Martina Hautau, yeah, ja, dass Sie uns zusammengebracht haben. Genau. Also die Schuhkarton-Aktion. Ja. Ihr könnt bei mir auch gerne Flyer bekommen. Ihr kennt das ja noch vom letzten Jahr. Der Martina habe ich jetzt einen ganzen Packen geschickt, ist auf dem Weg zu dir. Ja, super. Wo dann wirklich nochmal alles drin beschrieben ist, was in die Kartons reinkommt, nach Alter sortiert. Und die Website ist auf dem Flyer auch vermerkt, www.weihnachtsfreude.at, wo dann auch die Abgabestellen sind. Und wir sammeln noch bis Mitte November. Und in der letzten Novemberwoche, diesmal helfe ich nicht nur beim Vorneweg einpacken und sortieren, sondern diesmal geht es mit auf die Abenteuerreise im Bus nach Rumänien und die Kindern dann übergeben sozusagen. Also ich freue mich, wenn ihr euch da auch ganz, ganz groß wieder beteiligt. Letztes Jahr hatten wir 40.000 Pakete. Oh, Wahnsinn, oder? Ist das nicht toll? Ja. Klasse. Also gemeinsam, Menschen können gemeinsam was bewegen, definitiv. So sieht das dann aus, dass sie hier nochmal, ne, da ist das gestaffelt nach junge Mädchen und so weiter, was rein darf, was nicht rein darf. Und ganz schön ist immer natürlich für den Transport, wenn jeder noch so einen kleinen Obolus, 2 Euro, 1 Euro mit reinlegt, ne, für das Transportieren und so weiter. Aber ich habe eine Künstlerin, die uns unterstützt. Und an dieser Stelle einen ganz großen Bogen über Berlin, wo wir die Charity gemacht haben, um diesen Raum renovieren zu können, haben wir ja dort Geld gesammelt. Und die Rosa Markowski ist eine Galeristin, die gesagt hat, ich möchte dir helfen. Und sie hat mir einen wahren Engel auch geschenkt und das ist die Hanna. Die Hanna hat bald ganz, ganz tolle Bilder mit Tieren und wir hatten die Idee, den Kindern zu messen, so eine Giraffe an die Wand zu hängen, wo sie sich dann ihr Wachstum sozusagen beobachten können. Ne? Und Hanna hat es angefangen und hat uns diese Giraffe gemalt und die ist fertig. Und ich möchte euch da so ein paar Impressionen zeigen. Das ist der Einkauf. Und jetzt muss ich euch dazu was sagen. Die Inspiration stand am Laden, wo sie quasi die Leinwand gekauft hat, stand die Giraffe. Ne? Und das war eine Irre. Ne? Also, das ist sehr toll. Das war toll. So, und dann geht's los. Ja, grundieren. Sie hat mir so alle Schritte mal so ein bisschen, katalogisiert, sagt man dazu? Oder ich weiß es gerade nicht, mir fehlt gerade das Wort dafür. So. Dokumentiert. Dokumentiert jetzt, dankeschön, dankeschön. So, dann war die Rohskizze und dann ging's los. Hanna, ne, in voller Größe, die ist wirklich 2 Meter groß, diese Giraffe. Das ist ja toll. So. Und so sieht die Giraffe aus. Oh, wie schön. Die sieht ja toll aus. Und hier ist dann die Messlatte an der Seite angemalt und dann können sich die Bilder dran messen. Ist das super. Nicht toll? Ja, wunderschön. Ja. Es gibt tolle Menschen auf dieser Welt und ich bin dankbar dafür, dass Martina, dass wir dieses Projekt entwickelt haben. Ja. Also eigentlich du, ne? Du hattest die Idee, Kinder malen für Kinder in Rumänien. Und vielleicht kann man das nächstes Jahr noch ausbauen. Das wäre so schön. Klar. Ne? Wir haben ja jede Menge Kinder hier und also, ne? Und es sind ja immer wieder neue Kinder. Also meine Kinder sind hier alle total begeistert von der Idee. Und ich auch, die Eltern sind begeistert. Da entstehen so tolle Sachen. Und ich denke, das machen wir jetzt jedes Jahr. Also. Dankeschön. Ich freue mich so. An dieser Stelle möchte ich mal Mutter Teresa zitieren, die ja das Sinnbild von Nächstenliebe war. Nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Martina, was bedeutet denn für dich ganz persönlich Nächstenliebe und wie wichtig ist hier ein gesellschaftliches Umdenken, um diesen menschlichen Wert wieder zu leben? Also Nächstenliebe bedeutet für mich, dass ich mit wachem Auge, wachem Herzen und wachem Ohr
durch meine Welt gehe und einfach sehe, wo ich gebraucht werde. Und dann auch handle. Also das, so wie wir das mit den Bildern gemacht haben, nicht lange überlegen und wieder überlegen, wie macht man das möglichst perfekt, sondern einfach genau da handeln, wo es als Nötigstes gebraucht wird. Und einfach hinschauen, nicht weggucken, so, weil es bequemer vielleicht manchmal ist. Ja. Und weil es weit weg ist, ne? Vieles. Ja, weil es weit weg ist. Oh. Ja. Also nicht, weil wir jetzt auch auf die Weihnachtszeit zusteuern, ja, wird es jetzt wieder, viele öffnen dann ja ihre Herzen mehr, weil es ja die Zeit einfach mit sich bringt, aber es sind genauso Menschen wie du und ich, die ein Recht auf ein friedliches und schönes Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben. Und wenn wir, die davon mehr haben, was geben können, um das zu ermöglichen, dann sollten wir das auf alle Fälle tun. Denn es gibt nichts Schöneres als das, was dann zurückkommt. Dieses Gefühl, was man spürt, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Weißt du, Mama, ganz, also einfach aufmerksam hingucken. Ich habe zum Beispiel da, wo ich wohne, ich habe zwei ältere Damen als Nachbarin. Und wir hatten vor 3-4 Jahren hier fürchterlich viel Schnee. Und da bin ich eben morgens einfach 10 Minuten früher aufgestanden und habe meiner Omi Kroll, die über 80 ist, vorne den Gehweg gefegt. Ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die gestrahlt hat. Die kam raus und sagte, was machen Sie denn da? Ich habe gesagt, ich fege Ihre Straße. Ja, wieso das denn? Ich sage einfach, weil ich es kann. Super. Und die war einen Moment lang total konsterniert. Und dann sagt sie, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ja? Mhm. So, ich sage, ja, Sie können mir jetzt, wenn Sie nett sind, einen Kaffee machen, um mich aufzuwärmen. Und dann können Sie mit mir ein Schwätzchen da draußen halten, solange ich fege. Und Sie fegen heute hier gar nichts mehr. Das sind immer kleine Dinge. Das hat mich 5 Minuten gekostet. Aber es war unschlagbar gut. Und das kann jeder von uns. Also ich sag mal, die Energie in der Welt wäre so viel besser, wenn jeder einfach eine ganz kleine Sache am Tag für irgendeinen anderen Menschen machen würde. In seinem kleinsten, engsten Umfeld. Ja, ja. Wirklich. Und wir sind es ja muss hier. Ja nicht immer so riesig sein. Ne? Nee, so. Wir sind ja auch hier, sag ich mal, um zu lieben und Liebe zu empfangen. Ja, das ist ja das, was alles wachsen und groß werden lässt. Ein Kind im Bauch. Immer. Wenn wir, ja, also es ist, ja. Tiere, Tiere, genau. Ist ganz egal. Und also ich habe zum Beispiel, ich werde oft gefragt, wieso meine Pferde so sanft sind und so liebevoll und nie scheuen und immer brav sind. Und das ist so, weil ich unheimlich viel Liebe in die Dinge stecke, die ich tue. Und ich habe gerade gesehen, Carsten Rath schaut hier auch gerade zu. Carsten ist auch so ein Mensch, der genau dafür Bücher schreibt, dass die Leute endlich mal wach werden und nicht ihren Schlonz machen, so, ja, sondern dass sie achtsam werden, auch für Bedürfnisse von Gästen. Also meine Mutter hat zum Beispiel ein kleines Hotel und die hat nur Stammgäste, weil sie genau das nämlich so gut kann, dass sie genau hinguckt, genau hinhört und genau schaut, was ist für diesen jeweiligen Gast das Highlight der Reise, das Highlight des Tages. Und es ist für jeden vielleicht was ganz anderes und diese Zeit, die nimmt die sich einfach. Aber sie braucht dafür viel weniger Zeit für Akquise. Die Leute kommen seit 20 Jahren und schleppen ihre Freunde, Familie, alle schleppen die an. Mama ist immer ausgebucht. Nicht, weil das nur so schön ist, mit Blick natürlich auf die Insel Mainau und Blick aufs Wasser. Nee, das ist, weil sie das Herz dieses kleinen Hotels ist. Und weil sie extrem achtsam ist für die Bedürfnisse ihrer Gäste. Und Carsten schreibt darüber Bücher und hält Vorträge, also genau über dieses Thema. Mhm. Und ich finde es ganz faszinierend, man kann diese Bücher alle nur empfehlen, die er schreibt. Ganz schön, dass du dabei bist, Carsten. Freut mich sehr. Sehr schön. Liebe Martina, du hast ja jetzt mit dem, was du tust, auch es geht ja bei dir auch sehr viel um Energie, die du gibst, die auch einen Ausgleich irgendwo erfordert. Was sind denn die Kraftpunkte in deinem Leben? Also meine Arbeit, die liebe ich so sehr, dass die überhaupt keine Energie fordert, sondern die bringt Energie. Das ist so toll. Also ich stehe morgens wirklich gern auf. Ich pfeife morgens schon Liedchen. Gehe wahnsinnig gerne in meine Praxis, ich gehe gerne in meine Coachings, ich halte unheimlich gerne Vorträge über die Themen. Also das bringt mir extrem viel Energie.
Und wenn ich mal Energie brauche, dann, also ich lebe ja hier 20 Minuten entfernt vom Meer und dann fahre ich ans Meer. Also ich gehe dann ans Strand und lasse mich auch nicht durchpusten, was hier Ach, im wie Norden ja schön. geht. Ja, Oh. komm uns besuchen. Ja. Oder ich gehe eben, also ich habe ja einen Hund und habe noch zwei Pferde und ich reite eben auch wahnsinnig gerne aus. Also wir haben hier so eine gigantische Natur. Und ja, wenn ich dann abends vom Ausritt komme und mit dem Hund und Pferden unterwegs war, dann bin ich so aufgetankt. Also das sind so, und eben Familie. Also meine Familie, meine Freunde, das sind eben so diese Kraftpunkte, wo ich mir Energie hole, ja. Ganz toll. Wow. Und wo ich sehr glücklich bin. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das alles haben darf in diesem Leben so, ne? Ja. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja. Was ist denn mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, so für die Zukunft geplant? Ja, also ich erfinde mich gerade nochmal neu. Okay. Ich habe ja irgendwie immer so, also ich war sehr, sehr offline unterwegs als Business Coach, als Logopädin, als Keynote Speakerin. Und irgendwann sagte mal jemand zu mir, der mit Online-Marketing mehr zu tun hat, der sagte: Mensch, du musst es mehr Leuten zur Verfügung stellen, dieses Wissen, sonst ist es unterlassene Hilfeleistung. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, und jetzt mache ich, also ich habe für 2020 vor, dass ich eben ein großes Online-Business starte mit entweder einem Mitgliederbereich oder Online-Kursen, mit einem Podcast, mit einer Videoserie, dass dieses Wissen eben einfach, also meine Vision ist, dass es in 5 Jahren völlig normal ist, dass Menschen das wissen, dass Menschen das nutzen und dass es nicht mehr so exotisch ist. Ja, Wunderbar. und dass einfach mehr Leute dieses Coaching auch haben können, dass man Mentoring-Programme macht, Scholarships macht, vielleicht auch Stipendien vergibt für Menschen, die vielleicht einfach jetzt noch nicht so die Möglichkeit haben, die noch am Start sind mit ihrem Business, vielleicht auch nicht so viel Geld haben, dass die eben über ein Stipendium an so ein Wissen oder mich als Mentorin eben auch haben können. Also es ist ja nicht nur vom Geld abhängig, sondern es ist ja auch von der Energie abhängig, wie Menschen da so reingehen. Und da unterstütze ich auch immer gerne. Also, Die wichtigste ne? Frage, wie kann man dich kontaktieren? Ja, also man kann mich über meine Webseite, die hast du, glaube ich, eingebildet, ne? So, und dann am besten ist einfach eine E-Mail schreiben oder direkt anrufen. Also ich kann manchmal nicht sofort eine Stunde später antworten, weil ich natürlich immer ziemlich viel zu tun habe. Aber ich melde mich dann immer im Laufe des Tages, so schnell ich kann. Und also man kann mir Fragen stellen, man kann mich einfach anrufen, wenn man jetzt irgendwo auf dem Schlauch steht und sagt, oh, jetzt habe ich da in 2 Tagen eine Präsentation und irgendwie so, meldet euch gerne. Also ich helfe da immer gerne weiter. Vielen Dank für den Schlüssel, den du uns heute gegeben hast, Ja, den du ins gerne. Schloss gesteckt hast und den du Vielen einfach Dank, mal. dass ich da sein durfte. Ich würde aber gerne noch jetzt meine Fragen, die mir am Herzen liegen, meine Ja. Big Six an dich weitergeben und die du bitte spontan und aus dem Bauch beantwortest. Was ist dir wirklich wichtig? Dass ich einen Unterschied in der Welt mache und dass ich Menschen auf ihrem Weg begleite, dass sie in ihre volle Präsenz kommen können. Das ist mir wirklich wichtig, ja. Was macht dich glücklich? Wenn ich das schaffe, wenn ich das schaffe. Also wenn ich das schaffe, dass die Leute, die hier reinkommen, immer mit einem größeren Lachen und Lächeln im Gesicht rausgehen, als zu dem Zeitpunkt, wo sie reingekommen sind, das macht mich extrem glücklich. Wenn ich für Kinder einen Unterschied in der Welt mache, macht mich das unglaublich glücklich. Und wenn ich für meine Freunde, für meine Familie und ja, wenn ich das einfach schaffe, irgendwie für jeden Menschen, der mir begegnet, ein ganz kleines Stückchen mehr Glück zu geben, als zu dem Zeitpunkt, bevor sie mir begegnet sind, dann bin ich echt glücklich, ja. Was empfindest du als tiefes Leid? Als tiefes Leid empfinde ich, dass wir in dieser extrem hochtechnisierten Welt, in dieser reichen Welt immer noch
teilweise wie Mittelalter leben, wenn es um Kinderrechte geht, um Rechte von Frauen, die geschwächt sind, oder eben auch um Rechte von Tieren. Also dass Lebewesen, die so sensibel sind, so empfindsam, durch so viel Leid durchgehen müssen, obwohl wir so tolle Möglichkeiten hätten, dass es nicht mehr stattfindet. Ja. Das macht mich echt traurig. Also, und ich sag mal, ich habe eben immer an jeden den Appell, wirklich, jeder kann was Kleines einmal am Tag verändern, vielleicht auch 2-3 Mal am Tag. Und wenn jeder das ab morgen einfach mal machen würde, dass er in seinem nächsten Umfeld erstmal guckt, wo kann er kleine Dinge verändern, wo kann er Menschen ein bisschen Glück geben, dann ist ja schon viel passiert. Also, dass wir nicht so immer sagen, ich rede oft mit Leuten und die sagen, ja, ich kann ja sowieso nichts verändern. Ich kann doch eh nichts machen. Dann sage ich, doch, wenn du etwas Kleines ab morgen immer machst, dann verändert sich ja schon ganz viel. Irgendwann sind wir ganz viele. Dein Wort in, ne? Ja. In das Ohr des Universums. Ja. Das ist die Lösung. Es ist die Lösung. Ja. Die Lösung ist nicht zu sagen, ich bin so klein, ich kann nichts verändern, weil es ist immer nur die große Veränderung, die was zählt. Sondern für mich ist die Veränderung erstmal genauso, wie wenn ich mit Menschen arbeite. Also ich erreiche ja nicht sofort am ersten Tag eine Riesenveränderung, aber ich sehe ein Samenkorn und aus dieses wächst und dann irgendwann kommt danach, Tage später, eine riesige Veränderung. Aber ich muss doch erstmal mit kleinen Dingen anfangen und die dann zum Wachsen bringen. Und so ist es, finde ich, mit Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft eben auch. Aber ich muss achtsam sein und muss es erstmal wahrnehmen, was ich für eine Power habe, wenn ich beginne. Ja, definitiv. Ja. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? Dann würde ich, also wenn ich wirklich die Königin des Universums wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass alle Menschen genügend zu essen haben, dass sie ein schönes, ein warmes und glückliches Heim haben, wo sie sich entwickeln und wachsen können. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wähle ein Wort, das dich beschreibt. Impulsgeberin. Super. Impulsgeberin. Ja. Und jetzt mal zum Mensch, Martina. Was? Lokopädin weg, Coachin weg. Was würdest du aus deiner Lebenserfahrung, aus deinen vielen unzähligen Gesprächen mit Menschen, was möchtest du den Zuschauern und Zuschauern als deinen ganz persönlichen Lebensrat mit auf den Weg geben? Das, was ich vorhin gerade gesagt habe, wenn jeder morgen aufsteht und sagt, ich verändere für einen anderen Menschen in meinem Umfeld eine kleine Sache, um den glücklicher zu machen. Und das ist ja immer eine ganz was ist für Menschen Glück? Es ist ja für jeden Menschen etwas anderes. Oder zumindest schon mal eine kleine Zufriedenheit zu schaffen. Wir haben so viel Macht, dass wir sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Und ich erlebe das ja immer hier, wie wenig es braucht, wirklich wie wenig es teilweise braucht, dass Menschen einfach wachsen, dass sie größer rausgehen, dass sie glücklicher werden. Und diese Energie, die tragen die raus. Ja? Also wenn hier ein Mensch strahlend rausgeht ins Wartezimmer, dann hat er eine Energie und Lächeln steckt an. Und das reicht ja manchmal schon. Ja, es ist echt so. Also das finde ich schon ganz schrille, wie unterschiedlich die Kultur so ist. Wir in Süddeutschland, das ist so, wenn ich irgendwo spazieren gehe und ich lächle Leute an, dann sage ich ja auch noch Grüß Gott. Ja? Und dann sagen die Leute, ja, Grüß Gott und schönes Wetter heute. So, ne? Und wenn ich hier in Norddeutschland spazieren gehe, gucken die Leute auf den Boden und schauen einen nicht an. Und wenn du dann auch noch sagst Grüß Gott, dann denken die, du hast einen an der Waffel. Das ist hier echt anders. Und ich habe mich am Anfang davon echt beirren lassen und habe gedacht so, okay, das ist jetzt hier nicht so angesagt, also darfst du da auch nicht mehr machen. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ihr könnt mich mal. Ich verändere das jetzt. Ich habe die Macht. Sehr gut. Und ich gehe ja mit Sally, also mit meinem Hund. Mein Hund ist ein ziemlich fröhlicher Whistler, so ein ungarischer Jagdhund, auch sehr charmant.
Und ich gehe dann immer mit Sally spazieren und uns begegnen viele Menschen. Und ich strahle diese Menschen einfach an und ich sage, guten Morgen, was für ein schöner Tag heute, oder? Und dann gucken die erstmal völlig irritiert beim ersten Mal. Dann gehen sie weiter, dann drehen sie sich meistens nach mir nochmal um und schütteln dann vielleicht manchmal den Kopf. Aber beim dritten Mal strahlen sie zurück und sagen, stimmt, heute ist wirklich ein schöner Tag. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe ja was verändert. Es braucht ja nur ein bisschen Durchhaltevermögen. Und manchmal ist es nur das. Und mich hat neulich meine Frau dann angesprochen und hat gesagt, wissen Sie was? Sie haben echt meinen Tag, haben Sie neulich gerettet. Einfach, weil Sie mich so angestrahlt haben. Ich war so traurig und danach ging es mir irgendwie besser, weil Sie so freundlich waren. Und das kostet mich ganz wenig. Ja. Ja? Also das, was manchmal du aussendest, kommt noch zurück. Ne? Ja. So wie du es aussendest. Genau. Oder ich habe, wenn ich hier ein Kind habe vielleicht, wo ich merke, das ist an dem Tag traurig, dann spreche ich das mal an. Dann sage ich eben, bist du heute traurig? Und dann gebe ich ihm einen Raum. Ne? Oder vielleicht breche ich ihm ein Stück von meiner Schokolade ab und dann brauche ich nicht die ganze Tafel und stecke ihm das dann eben in die Tasche und sage, guck mal, das teile ich jetzt mit dir. Schokolade macht wieder glücklicher. So, das sind immer mal so kleine Dinge, ja. Also es braucht nicht immer dieses Riesenprojekt. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Und wenn jeder Mensch mutiger wäre, einfach mal aus seiner Komfortzone rauszugehen und bewusster zu sein und mehr einfach mal selber mehr zu machen und nicht immer erst zu warten, dass der andere was macht. Und dann macht man mit, sondern dass man eine Eigeninitiative entwickelt. Ich glaube, dann geht die Zeit ist ja reif. Wir gehen ja in eine andere Energie. Wir gehen ja eigentlich aus der Informationsgesellschaft in die Bewusstheitsgesellschaft. Ja, und ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir mutiger werden und mehr, dass wir selber mehr die Anfänge machen und nicht immer so lange warten, dass ein anderer die Initiative ergreift. Aber die Zeichen stehen auf grün. Ja, die Zeichen stehen auf grün. Und das wäre so eine Lebensweisheit. Also ich bin ja noch nicht so weise. Aber ich denke, wenn ich 90 wäre oder 100, dann würde ich immer sagen, ja, schaut mal, dass ihr den Anfang macht. Und jeder so, wie er kann. Ja. Weise, wahre Worte. Meine Liebe, ich bin voll des Lobes. Ich bin so erfüllt. vielen, vielen, vielen Dank für das Geschenk, was du uns heute gemacht hast. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Du hast ganz, ganz vielen Menschen heute hier, also die Menschen, die zugeschaut haben und die es auch im Nachgang noch anschauen, ganz, ganz viel mitgegeben. Und das ist das Schöne auch an Worten und an der Sprache, dass wir andere Menschen erreichen mit unseren Worten und es immer einen Empfänger gibt. Und ich glaube, du hast heute viele, viele, viele Empfänger gehabt. Und wenn ihr diese tolle Frau in einem Mentoring, in einem Coaching bei euch haben wollt, in der Firma, im Dienstleistungsbereich einfach oder auch in Schulen, ja, bei Kindern, dann schreibt Martina, geht auf die Webseite, ich habe sie oben in dem Einleitungstext verlinkt, schreibt eine E-Mail und Martina wird euch antworten. Ja, oh ja, ich freue mich. Und ich würde dich an dieser Stelle gerne meinen nächsten Gast vorstellen. Und dann, liebe Martina, würde ich dir das Schlusswort lassen heute. Ja, okay. Okay. Ich freue mich nächste Woche. Wieder eine tolle Frau. Bianca Maria Seidel. Spirituelle Business-Mentorin, Architektin. Ein Wort, was ich bisher noch nicht kannte. Mit schamanischen Wurzeln. Autorin und Seminarleiterin bei Romis Monday Talk begrüßen zu dürfen. Für eine Frau, welche die Schatten ihrer Vergangenheit hinter sich gelassen hat und in diesem Prozess ihren Weg fand und bis heute Tag für Tag ihrer Vision folgt, um Menschen in ihre Kraft und Balance zu bringen. Man könnte ihr Ja zum Leben wie folgt beschreiben. Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Mit ihrem Wirken bringt sie Licht, Liebe und Hoffnung in diese Welt. Und für diese Frau habe ich folgende Überschrift gewählt. Finde dich und bleibe bei dir, dann wirst du sehen, wozu du fähig bist. Es ist deine Aufgabe. Deshalb lebe immer das, was dir das Leben schenkt. Folge deiner Berufung, denn sie ist das Schöpferische, das in dir liegt.
Du erfindest deinen Auftrag in dieser Welt nicht, sondern du entdeckst ihn. Er liegt in dir und wartet darauf, verwirklicht zu werden. Du hast deine persönliche Berufung oder Mission im Leben. Dein Auftrag ist genauso einzigartig wie die Chance, ihn zu erfüllen. Danke für dein Wirken. Danke, dass du bist, liebe Bianca. Im Alter von 1,5 Jahren verlor Bianca ihren Vater. Er hatte den Freitod gewählt. Für ihre Mutter war das so überwältigend, dass sie nach Norddeutschland floh und Bianca für einige Jahre bei einer Cousine unterbrachte. Sie wuchs ohne männliche Bezugsperson auf. 3 Jahrzehnte lief sie mit einer offenen Nabelschnur herum und versuchte Anschluss zu finden, wie sie heute reflektiert. In dieser Zeit wurde sie von verschiedensten Krankheiten heimgesucht. Sie war anfällig für Süchte jeglicher Art und der leiseste Windhauch drohte sie umzuwerfen. Als sie sich auf den Weg zu sich selbst machte, führte dieser zurück zu ihren Wurzeln, zu ihrer Herkunft. Zitat Bianca: Hier galt es aufzuräumen, alte Wut und Trauer aufzudecken, den alten Schmerz loszulassen, mir selbst und anderen zu vergeben, die Vergangenheit zu befrieden. Sie hatte sich schon immer zu Schamanen hingezogen gefühlt. In mehreren Etappen klärte sie mit deren Hilfe ihre Wurzeln und damit ihre Herkunft, wie sie sagt. Auf diesem Weg entdeckte Bianca ihre eigenen schamanischen Wurzeln und damit verbunden auch einen Teil ihrer Bestimmung. Biancas Initiationsweg begann, als sie 18 Jahre alt war, mit einer als unheilbar diagnostizierten Krankheit. Das Unverdaute aus Biancas früherer Kindheit hatte ihre Verdauung völlig lahmgelegt. Trotz vieler Therapien und Kuren war sie am Ende austherapiert und sollte einen künstlichen Ausgang erhalten. Doch das kam für sie als junge Frau nicht in Frage. Sie machte sich auf den Weg und suchte nach Alternativen. Fündig wurde sie in der chinesischen Medizin, genauer gesagt bei der Orakupunktur. Nach 4 Jahren war Bianca geheilt, ohne Operation. Diese Heilserfahrung öffnete ihr den Zugang zur feinstofflichen Welt, zur Welt der Energie, zur Welt des Unsichtbaren. Zitat Bianca: Im Laufe der Zeit habe ich mich von meinem konditionierten Masken und auch Rollen verabschiedet, übernommene Werte und Ziele sowie Einstellungen und Glaubenssätze hinterfragt und damit all das aus dem Weg geräumt, das mein wahres Wesen und auch meine Potenziale überdeckt hatte. So wurde ich frei, meinen ureigensten Weg selbstbestimmt in Freiheit und Freude zu gehen. Heute ist sie eine erfahrene Architektin und spirituelle Mentorin, die einen großen Erfahrungsschatz hat und seit 20 Jahren ihrem inneren Ruf immer wieder aufs Neue folgt. Sie begleitet vor allem Frauen 40 plus auf einem weiblichen spirituellen Weg inneren Wachstums und führt sie zielsicher über ihre Wurzeln zu ihrer Krone in ihre ganze Kraft und wahre Größe. Toll. In diesem Prozess unterstützt Bianca die Frauen, welche sie begleitet, ihre Herkunft zu klären, den damit verbundenen Ballast loszulassen und frei zu werden für ihr ureigenstes Leben, ihren ureigensten Weg und für die noch in ihnen schlummernden Potenziale. Sie begleitet ihre Klientinnen zielsicher auf dem Weg zu ihrer Berufung, unterstützt sie dabei, ihre Werte zu definieren und zu leben, ihre Ziele zu erreichen und, wenn es ansteht, aus ihren Gaben und Talenten ein blühendes Herzensbusiness zu kreieren. Ihre Botschaft: Lehre deine Wurzeln, werde frei für die Entfaltung deiner Potenziale und gelange in deine ganze Kraft und wahre Größe für ein authentisches, freies und schöpferisches Leben. Ich freue mich, euch diese inspirierende Frau nächste Woche vorstellen zu dürfen. Und jetzt gebe ich dir das Schlusswort, spannend, liebe Martina. Also da werde ich nächste Woche auf jeden Fall dabei sein, weil das hört sich extrem toll und spannend an. Und also mit chinesischer Medizin habe ich auch sehr, sehr gute eigene Erfahrungen gemacht. Das kann ich auch nur empfehlen. Ja, mein Schlusswort wäre an alle, die zuhören und an dich. Also erstmal so viel lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir. Und dass wir beide uns getroffen haben, ist für mich echt auch, also wirklich. Danke, Martina Hautau, für die Vernetzung. Martina Definitiv. Ist auch eine ganz wunderbare Frau, wunderbare Freundin, also toll.
Und ich würde einfach sagen an alle Menschen da draußen, du bist deine Stärke, du bist deine Kreativität und du bist dein Handeln und du bist deine Stimme. Und genau das, was du sagst, sei eine Stimme, kein Echo. Glaub an dich und geh diesen Weg nicht allein, such dir Verbündete. Es ist wirklich so, such dir Verbündete. Manchmal braucht man so einen Schubs von außen, dass man in seine Kraft kann. Manchmal braucht man einfach nur Buddies, die gerade so auf dem gleichen Weg sind, die ein Stück weit auch mitnehmen, weil man gemeinsam einfach stärker ist. So wie wir beide dieses Projekt jetzt machen. Wir beide alleine würden das nicht so gut hinbekommen, wie wenn man das gemeinsam macht. Ne? Man hat einfach dann so, der eine hat eine Idee, die der andere vielleicht nicht hat und umgekehrt. Und, aber wichtig ist wirklich so, es beginnt alles bei sich selbst und es beginnt alles mit einem kleinen Schritt. Und geht weg von diesem Prokrastinieren und von diesem Perfektionismus, immer den großen Schritt gleich machen zu müssen. Und man macht es sonst gar nicht. Wirklich, fangt klein an. Und gebt euch diesen Raum, euch zu entwickeln. Und deckelt euch nicht gleich so. Ja? Seid also wirklich, nehmt den Deckel vom Glas. Gebt euch die Erlaubnis. Danke für dieses Schlussbild, meine Liebe. Gerne. Das wird vielen im Kopf bleiben heute, bei mir auch. Ne? Wenn man mal wieder meint, man ist so klein, dann einfach Deckel weg. Ja, wirklich. Denkt an diesen, also das ist so ein schönes Bild, finde ich so. Nehmt den Deckel vom Glas weg. Ihr seid alle Grashüpfer und ihr habt die Fähigkeit zum Springen nicht verloren. Ja. Springt raus und zeigt euch. Schreibt dieser wunderbaren Frau. Ne? Meine Liebe, ich komme in den Norden. Ich muss mal wieder in den Norden. Ja, ich mach das. Ich habe ein ganz schönes Gästezimmer. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen, Martina. Doch. Oh mein Gott. Ich liebe ja den Norden. Ja, also ja, ich freue mich schon auf unser persönliches Kennenlernen. Ganz bald. Und, am liebsten würde ich dich ja mitnehmen nach Rumänien, wenn ich die Bilder aufhänge. Na? Das würde ich gerne machen, glaub mal. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mal. Mal gucken. Ja. Ne? Dann organisiere ich das rechtzeitig und dann komme ich mit. Total gern. Wunderbar. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir einen schönen Abend, eine ganz, ganz schöne Woche mit ganz, ganz viel Freude, die du ja jeden Tag hast, wenn du aufstehst und noch mehr. Ne? Genau. Und ihr Lieben da draußen, ne, schreibt der Martina, ihr kennt jetzt das, was Martina ausmacht, was sie bewegt, was ihre Vision ist. Wenn du davon ein Stück mitgeben möchtest oder dich inspirieren lassen möchtest, schreibe Martina eine E-Mail über ihre Website. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart und so fleißig mitkommentiert habt. Danke, dass ihr das Format somit auch möglich macht. Und behaltet die Sonne in eurem Herzen. Bis nächste Woche mit Bianca. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Schönen Abend, ihr Lieben. Tschüss, Martina. Ciao. Tschüss.